wegschieben, dich in Gedanken. Und die Gedanken an dich durch die Zeit sieben. Erkennen, lernen, Geduld üben. Mit mir, mit dir. Damit nicht einfach handeln nach Belieben. Frei machen mich von dir. Und die Freiheit suchen, damit angemessen handeln können nach verlangten Versuchen der Theorie. Sie entsteht im Kopf und sie bleibt bestehen. Bis jemand sie herausfordert, so kann's gehen, wie wir jetzt hier zu stehen. Versuchen, jeder für sich und doch gemeinsam. Wir merken Tag für Tag, wir verlieren uns in unserem gemeinsamen Wunsch nach Einssein. Als wir uns trafen auf grünen Wiesen und Weisheiten tauschten nach Belieben, blieben wir dort sitzen und lauschten berauscht unseren Geistesblitzen und Worte streuten wie feine Körner in manuell betriebenen Sand getrieben. Von 6 bis 12 und 12 bis 7 lernten wir uns stündlich näher kennen und berieten über das Lebenssein, über das Dunkel drumherum und das Scheinwerferdasein, über Hiersein und Dortsein und Wegsein. Und im Mondschein sitzen wir und wir werfen ein, dass wir doch beide versuchen, frei zu sein. Also mache ich mich frei wieder von dir. Versuche, dich wegzuschieben. Doch es kommen Erinnerungen aus manuell betriebenem Sand getrieben und wie sich statt Sand nur Gedanken an dich durch den Tag versieben. Erkenne, du bekommst zu viel Gewicht für mich. Ergo, ich mache mich lächerlich. Also versuche ich, dich erneut wegzuschieben. In Gedanken. Ich schreie dich hinaus, weg mit dir und die Erinnerung zu deinem Gesicht, weg von mir. Doch sie kommen wieder und irgendwo dazwischen sehe ich dein Gesicht durch meine geschlossenen Augen. Schweigen mit dir ist wie Zeitreisen. Und ich danke dir für das Wegbereiten und für das Gleiten durch Gezeiten. Was zählt sind doch die Einheiten augenblicklicher Feinheiten. Könnte es nicht verstehen, wenn wir andere Wege gehen. Und versuche, dieser Wege uns beim Begreifen zu begleiten. Doch es ist grau im Nebel, kann nichts sehen. Vielleicht doch lieber Rückzug mit der Zeit, wenn Gedanken kommen aus getäuschter Vertrautheit. Nun, Angst kommt zusammen mit der Unsicherheit. Also versuche ich lieber, dem entgegenzuschwimmen, gegen den Strom aus Flüsterstimmen, anstatt mitgerissen zu werden von den Stimmen, die irgendwo in meinem Ohr sitzen oder von draußen kommen oder sonst woher. Ist doch egal. Sicher ist, dass ich durch sie noch die Orientierung verliere. Wenn was, dann das. Aber zumindest bisher, oder? Ich meine, die Gedanken mit dir, die kommen doch nicht von ungefähr. Aber vielleicht ist es ja nur für eine Zeitreise. Niemand schafft es zu erkunden, was passiert, wenn Glück passiert. Und die Zeit ist im nächsten Moment wieder wegrasiert. Und mal ehrlich, so oft ich versucht habe, dich wegzuschieben, passierte doch nichts und alles ist geblieben, wie es war. Und nach Belieben die Gedanken weiterhin im Zahn der Zeit versieben. Und wenn ich mal aufhöre zu denken, einfach mal die Augen schließe, dabei ein- und ausatme, dein Schweigen genieße, dann kommt es vor, dass ich die Zeit verliere. Und dann sage ich mir leise, schieb nicht weg, bleib einfach da, wo du bist, irgendwo zwischen nicht ankommen und ständig unterwegs, hab Vertrauen. Es bleibt doch alles, wie es ist. Auf eigene Art und Weise. Das Leben eben. Und wir darin auf Zeitreise.